Hallo, ich bin Justin, Azubi von IPC Computer und in diesem Video zeigen wir euch heute, wie man an einem Lenovo Notebook den Akku kalibriert. Warum solltet ihr den Akku kalibrieren? Den Akku solltet ihr aus einem Grund kalibrieren: Es kann die Akkulaufzeit erhöhen. Außerdem ist es hilfreich, wenn euer Akku nach dem Einbau nicht richtig funktioniert oder die Akkuanzeige nicht richtig funktioniert. Wir zeigen euch den Ablauf anhand eines Lenovo Notebooks. Es kann aber auch sein, dass es bei anderen Herstellern einen anderen Weg dafür gibt. Als erstes entladen Sie Ihr Akku vollständig. Danach fahren Sie Ihr Notebook herunter und entfernen alle Peripheriegeräte von Ihrem Notebook. Das heißt Drucker, Scanner, ein Headset, Ihre Maus oder Tastatur. Danach steckt ihr euer Netzteil ab und baut euren Akku aus. Das zeigen wir euch jetzt hier. Als erstes entfernen Sie die Bodenplatte. Danach entfernen Sie den Akku. Bei uns in diesem Fall war das leider nicht so leicht möglich. Wir mussten den Akku komplett rausschrauben. Bei manchen Notebooks ist es einfach so, dass man den Akku einfach abstecken kann. Sobald Sie den Akku erfolgreich aus Ihrem Notebook ausgebaut haben, lassen Sie ihn mindestens 2 bis 3 Stunden aus dem Notebook ausgebaut. Jetzt den Ausschaltknopf für 15 Sekunden gedrückt halten. Wenn die 2 bis 3 Stunden vergangen sind, können Sie den Akku wieder einbauen. Nachdem Sie den Akku eingebaut haben, laden Sie Ihr Notebook mit Ihrem Netzteil, aber fahren Sie das Notebook nicht hoch. Kurz Werbung aus eigener Sache. Wenn ihr bei uns im Onlineshop bei ipc-computer.de euer Gerät zum Beispiel über die Modellnavigation sucht, werden euch ab jetzt neben den Ersatzteilen die Reparaturpauschalen unserer Werkstatt angezeigt. Dadurch wisst ihr sofort, was eine professionelle Reparatur kosten würde, wenn ihr es nicht selber machen wollt. Wenn Sie das Notebook über die Nacht mit Ihrem Netzteil geladen haben, können Sie gerne mal probieren, ob es jetzt funktioniert. Sollte Ihr Akku immer noch nicht richtig erkannt werden, kann dies ein Indiz dafür sein, dass Sie Ihr BIOS aktualisieren sollten. In der Videobeschreibung verlinken wir ein Video, wie Sie Ihr BIOS aktualisieren können für Lenovo-Geräte. Falls das Problem jetzt nicht behoben sein sollte, kann es auf einen defekten Akku hinweisen. Über den Link in der Beschreibung können Sie Ihr passenden Ersatzakku für Ihr Notebook finden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da.